Billig-Tiramisu aus dem Supermarkt gibt Lege den Rest. Wird mir schon ein bisschen schlecht sogar. Sebastian zeigt, wie die Industrie mit reichlich Tricks den italienischen Klassiker günstig herstellt. Original italienisches Dessert. Ich liebe diese Versprechen. Da geht das Herz auf, oder? Hm? Oh, gucke. Da können die Nachbarn doch kommen. Mal sehen, ob die Romantik hier gleich vorbei ist. Ob die Violinen, wenn man durch Venedig durch die Gassen läuft, hier gleich in Flammen aufgehen. Die Verpackungen voller italienischer Flaggen und kulinarischer Versprechen. Wenn ich mich da in Italien mal auf so eine Piazza stelle und sage, na, provare, die jagen mich doch aus dem Dorf. Ich habe Einreiseverbot danach. Die Zutatenliste ist beeindruckend. Rekonstituierte Magermilch? Hä? Was ist das denn? Anstatt eine Kuh irgendwie eine Maus gemolken oder was? Hier ist Milchpulver im Spiel. Also Kokosfett, Kokosnüsse, Italien, ja. Ethylalkohol. Klingt alles nicht nach Tiramisu. Schmeckt es trotzdem? Das schmeckt irgendwie komisch. Man hat diesen Gelatine-Touch. Das schmeckt nur stumpf, süß und hinten, als ob du einen Schnaps hinterhergeworfen bekommen hast. Tiramisu besteht traditionell vor allem aus Mascarpone. Ein Hersteller setzt dagegen auf Creme mit Mascarpone. 2% Mascarpone-Frischkäse sind da nur drin. Und der Rest? Hm? Kein Wunder, dass das nicht wie von Mama schmeckt. Boah. Wird mir schon ein bisschen schlecht sogar. Für die Industrie ist Mascarpone eine vergleichsweise teure Zutat. Der Frischkäse wird aus Sahne hergestellt. Dazu braucht es eigentlich nur wenige weitere Zutaten für ein Tiramisu. Guter Espresso, Kakaopulver, frische Eier. Da geht mein kulinarisches Herz auf. Aber das hier sind die Zutaten für das Kühlregalprodukt. Als erstes stellt Sebastian den Biskuitteig her. Erstmal einen Schluck Wasser. Wasser kommt aus dem Hahn und ist auch nicht so teuer. Und hier Volleipulver. Da steht doch keiner am Band und macht die Eier auf. Ordentliche Ladung Zucker. Der Teig hat spezielle Anforderungen. Er muss wochenlang haltbar sein. Der Industriebiskuit braucht seine kleinen Helferlein. Die Phosphat dient als Backtriebmittel, genauso wie Natriumhydrogencarbonat. Durch einen Emulgator vermengt sich alles gut. Ein bisschen Glukosesirup. Der hält die Feuchtigkeit im Teig und sorgt für Frische. Rotation, Rotation. Ich schwung mir rauf, meine Damen und Herren. Da ist schon mal eine schöne cremige Grundmasse. Jetzt ganz langsam das Mehl da reinarbeiten. Schön langsam. Sebastian Lege braucht einen ganz flachen Biskuitboden. Sieht so toll aus. Und es ist es überhaupt nicht. Zack. Der geht im Backofen. Der Teig muss etwa 20 Minuten backen. Kommen wir zum Hauptakteur. Die Mascarpone-Creme. Das ist alles. Mehr gibt's nicht. So ein Blech Biskuit und so viel Mascarpone. In der Legebäckerei gibt es kleine Schweinereien. So, zack. Damit wir auch schön draufschreiben können, mit Mascarpone. Stattdessen viel Wasser. War jetzt ein kleiner Schluck. Das war jetzt nicht so viel. Diese wässrige Masse ist noch weit entfernt von einer Creme. Tarakernmehl. Jetzt wird hier gebunden, bis der Arzt kommt. Gebunden, gebunden, gebunden. Zweites Gelmittel, bisschen Agar-Agar. Damit es trotzdem milchig und cremig wird, setzt Sebastian Lege Magermilchpulver und Milcheiweiß ein. Gelatine, hergestellt aus Schlachtabfällen, festigt die Masse. Zucker,
Und nicht zu wenig. Sorbet, auch wichtig. Damit bleibt es schön feucht. Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren verbinden alles miteinander. Pasteurisiertes Eigelb kommt fertig aus dem Tetrapack. Oh, ein bisschen gelb geworden. Für eine weiße Creme? Ich habe da noch eine Idee. Magermilchpulver. Und jetzt noch ein bisschen Kokosfett. Soll ja auch genauso fettig sein wie Mascarpone. Dafür aber viel billiger. Ordentlich Fett da rein. Holala! Das sieht aus wie das Original und nicht vergessen. Hier, Masala, aber ups, reicht schon. Effektiver ist reiner Alkohol. Nichts mit Amaretto und Konsorten. Ethylalkohol. Wenn Sie da einen kräftigen Schluck von nehmen, können Sie gleich ins Bett. Mit einer Konzentration von 96% reichen bereits kleinste Mengen für die Alkoholnote und eine verbesserte Haltbarkeit. Ethylalkohol wird durch Gärung aus Zucker oder stärkehaltiger Biomasse wie Obst oder Melasse hergestellt. Sebastian arbeitet weiter an der richtigen Konsistenz. Dextrose sorgt für Stabilität. Maltodextrin ist nicht nur ein beliebtes Füll- und Verdickungsmittel, sondern auch ein Fettaustauschstoff. So, ein bisschen Maisstärke, dann bleibt alles da, wo es ist, ne? Boah, alter Schwede, wie sieht das aus? Konsistenz ist gleich, alles ist gleich. Mascarpone-Replika-Creme oder was? Gefärbtes weißes Wasser mit ein bisschen Zucker und Aroma. Fertiges Tiramisu. Fehlt noch die Kakaoschicht. Bei klassischem Tiramisu kommt reines Kakaopulver zum Einsatz. Hier eine braune Fettschicht. Damit sich die Milcherzeugnis-Fettcreme nach Art für Tiramisu nicht gleich mit dem Kakaopulver verbindet, macht die Lebensmittelindustrie eine Schoko-Fettschicht dazwischen. Dabei spielen teure Kakaobutter und Kakao nur eine Nebenrolle. Dazu viel billiges Palmfett, Maisstärke und Dextrose. Außerdem sehr viel Zucker. Das muss süß sein. Das ist so eine Kalorienbombe, ne? Horror. Damit die Kakaozubereitung nicht in die Creme läuft, wird sie gekühlt. Nun wird der Teig getränkt. Statt Espresso und Masala nimmt Sebastian lösliches Kaffeepulver, Dextrose und Ethylalkohol. Ups, das wird eine lange Party. Dazu noch etwas Glukosesirup. Ja, günstige Zutaten, dann braucht man mehr, ne? Anstatt von den guten nur wenig. Der Biskuitteig ist goldgelb gebacken. Sebastian muss ihn nur noch zuschneiden. Dann kann er ihn mit seiner angerührten Kaffeesoße bestreichen. Das riecht auch schon nicht lecker, finde ich. Das riecht jetzt schon nach Verarsche. Sieht aber aus wie mit bestem Espresso getränkt. Boy. Auf die Creme kommt die Kakaozubereitung. Sie sorgt dafür, dass das Kakaopulver trocken bleibt. Kalt stellen und einfach nur genießen. Okay. Olare. Oh, Tiramisu ist fertig. Aber mal sehen, ob sie hält. Eigentlich braucht frisches Tiramisu nur rund 10 Zutaten. Sebastian hat mehr als das Doppelte verwendet. Also. Nur Fett, Zucker. Zusatzstoffe? Muss man das haben? Das schmeckt nicht. Billige Zutaten und jede Menge Zusatzstoffe machen aus der italienischen Spezialität ein industrietaugliches Fertigprodukt. In Plastik abgepackt für durchschnittlich 88 Cent pro 100 Gramm. Aussagen wie original italienisches Dessert sagen nichts über die Rezeptur oder die Qualität der Zutaten aus. Die 2% Mascarpone
dienen vor allem dem Marketing. Es wird hier mit dem Begriff Mascarpone-Creme geworben. Aber wie eine Mascarpone-Creme zusammengesetzt ist, das ist nicht vorgegeben. Hauptsache es ist drin und es steht drauf, wie viel. Bei Frischkäsecreme können die Hersteller sogar komplett auf Mascarpone verzichten. Italienische Frischkäsecreme ist auch ein Fantasiename. Hier können die Hersteller wieder alles reinmixen, was sie möchten. Aus welchen Zutaten Tiramisu besteht, ist nicht vorgeschrieben. Trotz vielversprechender Verpackungen haben die meisten Fertig-Tiramisus nicht viel mit dem italienischen Original zu tun. Hey, und wenn euch unsere Videos gefallen und ihr nicht genug kriegen könnt von unserem Besseresser, dann gibt's hier noch mehr Videos. Und lasst doch mal so einen Abonnier-Button da. Ich würde mich freuen. Bis bald.